ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier gleich in das. Oh, schon im Arsch, okay. Ja, wenn das so ist. Dann kann ich ja jetzt mal mit dem Rest nachziehen. Ich glaube, ich habe jetzt alles an Artillerie, was da so rumstand. Und ich glaube, ja, ja, doch, glaube. Ich glaube, es ist jetzt sicher. Glaube ich jetzt einfach mal. Ich bin einfach mal so naiv und glaub das. So was will man. Ja, ja, jetzt schieb das mal weg. Das interessiert gerade keinen. So. Ich bin sicher, der Rahmen soll so funktionieren. Nee, ich bin sicher, das ist gar kein Fehler. So, haben wir schon vor. Haben die überhaupt noch Strom? Ich meine, ich habe ja Generatoren gesprengt. Vielleicht haben die ja gar keinen Strom mehr. Ja, als ob. Als ob der Feind keinen Strom mehr hätte. Das ist ja. Kämen wir denn dahin, wenn das so wäre? Na, ja, sag ich doch. Hallo. Ich verkaufe diese wunderschönen Raketen. Möchten Sie ein paar kaufen? Das Dutzend heute für 3,50. So, die Frage ist natürlich, wenn die da immer noch schießen, wo haben die noch Strom? Na, nee. Da unten war ich ja schon. Da hinten noch so aus. Wahrscheinlich sind hier gleich noch irgendwie 20 Reaktoren oder sowas. Oder es ist einfach gar nichts mehr. Das geht natürlich auch. Oh, mein einer Hubitzer hat so ein bisschen gelitten. Fahr mal ein Stück nach hinten. Wobei, ich muss ja jetzt gar nicht wieder hochfahren. Denn? Kann uns hier noch viel zu weit weg, um mich noch irgendwie zu tankieren. Natürlich ist da noch eine Kanone. Ah, Zivilist getötet. Mensch, ich habe doch noch irgendwo so einen Helikopter. Sehe ich das richtig, dass ihr diesen Panzer so eingebaut habt, dass er da nicht rausfahren kann? Ja, ich sehe das richtig. Ja, komm schon. So äußere ich mich jetzt einfach mal gar nicht. Das will man manchmal einfach nicht glauben. Wie haben sie das denn schon wieder hinbekommen? Ich glaube, die Kanone ist kaputt. Also. Oh, das sind noch Helikopter. Moment. Lass mal gucken, ob da noch was anderes ist. Nee, ich bin da schon mal tatsächlich nur Helikopter, okay. Könnte mal aufhören. Ich glaube, er hat seine Lektion gelernt. Ich glaube, er hat sie gelernt. Das ist jetzt mein letzter Helikopter. Ich speichere besser nochmal. Ja. Ah, da ist noch eine. Mit mal. Ist das nicht. Nee, ich war da. War ich weiter hinten? Ich war, glaube ich, weiter hinten. Ich nehme es einfach mal an, ich war weiter hinten. Ich nehme es einfach mal an. Ich glaube, wir könnten dann aufhören. Ich nehme einfach mal an, sie ist jetzt weg. Ja, sie ist weg.
Wo haben die noch ihren Strom her? Wissen sie wahrscheinlich selber nicht. Ich habe da noch einen Helikopter. Nee. Ich wollte gerade sagen, hey, da ist noch einer, aber. Gut, nicht so. Das ist ja, auch so ein Weapon. Gibt's hier nicht. Hier gibt's hier nicht. Hier gibt's so ordentliches. Naja, nicht wirklich. Kann ich nicht einen Leopard-Panzer bauen? Will ich auch mal einen ordentlichen Panzer haben? So ein bisschen problematisch wird, wenn ich gleich damit Panzer hochfahre. Ich sollte definitiv abschalten, dass sie auf alles automatisch schießen. Das wäre vielleicht ganz clever. Was mich zur nächsten Frage bringt, kann ich da. Da haben wir noch was. Haben sogar noch mehrere Sachen. Was ist bei dieser V-Tool-Plattform? Ich muss das mal weg. Nichts Neues im Schatt. Das war noch weg. Mensch. Gut, und jetzt will ich jetzt ganz vorsichtig daran fliege. Ne, wenn ich das aktiviere, dann tarnen sie wahrscheinlich gleich wieder irgendwelche Helikopter. Okay. Die Kanonen können definitiv weiter sehen als ich. Und die diskutieren da auch nicht groß. So. Ist auch oben. Gut, dann machen wir den Rest halt noch mit Panzern. So. Jetzt auch nicht mehr so der Akt. Darf ich die Kanone mal sehen vielleicht? Ah. Ich darf sie mal sehen. Jetzt ist sie aber schon weg. Kurze Diskussion. So, jetzt fahren wir mal wieder da hoch. Aber sehr viel ruhiger. Gefällt mir doch. Ruhig ist gut. Ich sage nur, wo die ihren Strom her haben. Ich meine, ich war überall und die haben hier technisch gesehen keinen Strom mehr, aber die Kanonen funktionieren halt immer noch. Und soweit ich weiß, brauchen die Strom. No. Schön, wie nur der eine drauf schießt und der andere halt irgendwie so. Ich stehe hier nur. Keine Sekundärziele. Ich hätte natürlich auch einfach den da machen können, ne? Einfach hier so Flächenangriff anfordern können und damit. Gut, dass mir das jetzt einfällt. Not so fast, Sergeant. I'm picking up movement. What kind of movement? Ah. Drei U-Boote, ja. Sie sind getaucht, deswegen seht ihr die nicht. Fine, you win. The consortium is back. Hang on. One of them surfacing. What? Make sure they don't follow us. Destroy the V2OL pad. Da war ich schon schneller.
jetzt ein bisschen kacke, dass die Videos nicht abgespielt werden. Ich weiß auch nicht warum. God damn it! They've hit our V-44. We're stuck. Maybe not, sir. There's a Visby class Corvette straight ahead. But it looks like I'm not the only one who's noticed it. Aber hallo. Ray, get me that Corvette before Red Cell destroys it. Building destroyed. Was muss ich jetzt machen? Abrams under your command. Roger. Ready to go. Stehen da noch rum. Achso. Das ist aber ein schönes U-Boot, muss ich sagen. Auch so mit so Klappen, das ist ja schon hübsch animiert. Und das macht meine Basis kaputt, sehe ich das richtig? Oh, das macht meine Basis kaputt. Das ist jetzt, ja. Gut, dass ich da unten schon aufgeräumt habe. Was müsste ich das jetzt machen? Wahrscheinlich ist das gleich wieder. Hauptquartier zerstört, ja, was soll ich machen? Ich könnte einfach das schicken, warum? Building destroyed. Oh. Ich schicke die einfach mal alle weg. Vielleicht bringt's ja was. Ich würde mal nicht, dass ich das Ding mit MLS beschießen kann, oder? Ich versuch's einfach mal. Mal gucken, was passiert. Einfach mal gucken, was passiert. So. Roger that. Boss, Visby's clear. Okay, everyone pack up. We're taking the boat. Sir, I don't want to spoil the fun, but it's very unlikely we'll spot the typhoons with just a Visby. Well, don't spoil it then. Be positive. We're gonna catch those bastards, clear our names, and find out why the hell they stole a virus that only kills animals. Was hat Marina da? Irgendwo an der Küste Floridas. Ist das eine neue Mission? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Major, I can't get a lock on those typhoons. They're faster and quieter than standard specs. I think the consortium must have upgraded them in some way. Ray. Take the anti-submarine warfare chopper that's on the Corvette and throw as many sono buoys as you can. Launch 1,000 of them if you have to, but we've got to get a lock. Yes, sir. Sir, I've drawn a map of the courses they're most likely to take. Ich hab dich auch lieb. Let me see that. It's too much ground to cover, Vega. And they might just try to torpedo us instead. Well, that would help. War doch ganz easy. So, was habe ich denn da jetzt noch für ein Zeug? Weiß ich nicht, für den feine Position des Schiffes. Ja, ich habe Raketen abwehr. Vielleicht soll ich. Was zur Hölle? Was machst du denn da? So, ja, Bunge, wir fahren die U-Boote anzeigen. Ich glaube, ich werde immer noch beschossen. Ich glaube, ich kann das nochmal neu starten. Ich glaube, ich werde dann gleich mal Schluss machen. Moment, ich kann das reparieren. Viel kann ich davon liegen. Angriff an die Schiff, an die U-Boot-Kriegsführung. Wie ist die Rettungssanitär-Team? Ich kann dir Söldner anheuern, was?
Cougar here, over. Sonobuoys are wet. Warum? Oh Moment, ich sehe da Öl. Ja. Cougar, moving to downrange. Weißt du, ich muss dann nachher noch eine Basis hier bauen. Will ich glaube wirklich eine Antwort haben? Nee, ich glaube nicht. Hey. Hat er irgendwie eine begrenzte Reichweite? Nö. Nö. Müssen mal gucken, was da noch ist. Das sieht so aus wie, hier steht eine feindliche Basis, mach sie mal weg und dann... Schön, dass das Ding halt genauso effektiv. Kann ich einen neuen Helikopter haben? Ja, für 1000. Das überarbeiten wir nochmal die Strategie. Hier ist nichts, wie wir feststellen. Das heißt, wir können einfach weiterfahren. Was ist das überhaupt? Marineradar. Ich mal, ich kann nicht einfach hier so Mission gewinnen, indem ich aber mal kurz die Uhr Ein Schiff ist zu dämlich, um die Insel zu fahren, der Wahnsinn. Oh. Ich hab's gefunden. Es ist abgestürzt, das Spiel. Geil. Es wird nicht besser. Ich habe mich ein bisschen zu früh gefreut, dass es funktioniert. Es funktioniert nicht. Oh, es läuft wieder. Ich kann es weiterspielen. Oh nein, doch nicht. Oh, diese französische Dialekt, das ist ja Wahnsinn. Irgendwo hier war doch ein Schiff. So Antirakete ist ein bisschen dünn. Ich brauche mehr Antirakete. Ich überlege mein Schiff. Ne? Das Ding hat eine verdammt hohe Sichtweite. Ja, ich bin gleich tot. Okay. Alles bestens. Wow. Es war nur so minimal knapp. So, ist sie jetzt wieder da? Ist das jedes Mal anders? Was denn? Das wäre irgendwie lustig, wenn sie jedes Mal anders wäre. Ich hab's gefunden. Ja, sehr gut. Ist das jetzt, weil ich drauf schieße, oder? Kill. Es wäre jetzt schön, wenn ich das irgendwie weiterspielen könnte, spielen. Weil ich könnte Kapitelanwahl machen und es zur Not überspringen. Auch wenn das ein bisschen frustrierend wäre. Vielleicht, wenn ich den Helikopter gleich wieder wegziehe und er nicht auf das U-Boot schießt. Kotzen. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon, dass das U-Boot da sein wird. Ist doch auch schon mal was.
Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einmal den hier und jetzt zurück. Nein. Gut, wir spielen scheinbar erstmal nicht weiter. Ich wollte sowieso aufhören für heute. Wir haben ja wieder, weiß nicht, 4,5, 5 Stunden bald gestreamt. Steht das irgendwie noch da? Nee, ich hatte den Stream zwischendurch neu gestartet, oder? Ah, doch. 4 Stunden, ja. Es reicht. Das Spiel will nicht mehr. Das ist schön. Es ist schön, wie es einfach auseinanderfällt. Würde ich sagen, wir sehen bis zum nächsten Mal. Vielleicht schützt dann ja weniger ab. Also.